Hallihallo und herzlich willkommen zur nächsten Folge von Let's Play Splatoon 3 Side Order, dem DLC. In der letzten Folge haben wir Ebene 10 geschafft und sind jetzt wieder auf dem Weg in Etage 11 mit der zweiten Waffe insgesamt. Wir haben ein Level, den wir noch nicht gespielt haben. Also spielen wir ihn jetzt, dass wir alle mal gesehen haben. Alle abschließen, weiß ich nicht, ob mir das gelingen wird. Na, wobei, muss ich mich ja nicht mal weiter mehr drum kümmern, weil ich ja eh nach und nach die noch nicht geschafften Dinger packen will. Natürlich nicht schlecht, ne? Beschütze die Zone. Oh, das sieht nervig aus. Oh nö. Werden alle da gespawnt. What the fuck? Ja, genau. Ist das so? Interesting. Diesen gleich mal bitte. Hier wird nicht gesprungen. Nope. Ja. Was ist ein B-Knopf? Ich weiß es auch nicht. Na klar. Wollen wir noch ein bisschen mehr Schaden nehmen? Wir können noch irgendwie erfinden, dass ich bestimmt irgendwelche Tasten nicht gedrückt habe oder so. Ja, ja, genau. Ich stehe unten. Ich habe mich unten hingestellt. Nein. Wo auch sonst sollte ich stehen? Was, oben? Weil ich den B-Knopf gedrückt habe? Nee, nee. Bullshit. So funktioniert das doch nicht. Okay. Das war Bullshit irgendwie. Er hat meinen B-Knopf ignoriert. Ich bin nur runtergefallen, obwohl ich die Taste gedrückt habe. Das ist was ich bei dem Spiel nicht verstehe. Bei mir wird die Taste manchmal ignoriert. Ich drücke die Taste und pff, ist doch egal. Das ist immer doof. Ausweichattacke. Ich verstehe nicht ganz, wieso. Ich würde gerne die hier machen, aber das hier ist halt auch schon geil. Ausweichattacke, come on, das brauche ich. Brauche ich. Wir nehmen die Ausweichattacke. Da muss dieses unbekannte Level halt noch mal ein bisschen warten. Das kommt früher oder später schon mal wieder dran. Ich muss mal mehr auf die Chips gehen. Nicht immer nur, welche Level habe ich noch nicht gespielt. Und er einfach so, ich ignoriere, dass ich nicht durch deine Tinte schwimmen darf. Muss mehr einfärben. Dir. Okay, also diese Ausweichattacke ist auf jeden Fall so niedrig gelevelt noch nicht die Lösung. Aber wir machen es mit dem Reslider schnell fertig. Ist ja ein einfaches Level, muss man nicht so viel Zeit rein verschwenden. Und wir haben jetzt eine schmerzhafte Ausweichattacke, die Rückstoßschaden macht. Das ist das Schöne daran. Ich frage mich, wann mal wieder endlich. Na guck. Mehr Drohnenbatterien. Perla kann ich mir was einsetzen, aber ich gebe immer mehr Boost für die Dinge, die sie nicht nutzen kann. Total bescheuert. Aber ist egal. Wir gucken mal, wie weit wir kommen. Zerstöre die Portale. Fangen wir wieder oben an. Kann ich die hier schon mal einfahren? Oh, bitte triff! Es geschafft. Ich
Level 2 ist geschafft. Nummer 3 ist geschafft. Easy. Easy, so muss das. Mit den Dopplern, das läuft. Man merkt einfach, dass ich die Waffe ein bisschen mehr gewohnt bin als andere. Perla muss ich auch denken, bist du dumm oder so. Oh, Glückskombo Maximum. Machen wir. Endlich mal wieder Chips in der richtigen Farbe, Digga. Wir brauchen mehr von denen. Wir brauchen einfach mehr von denen. Geht einfach nicht anders. Und die Glückskombos, das soll sowieso ziemlich geil sein. Unterstützung. Zeitweilige Unterstützungschips. Wo muss ich da hin? Palette, ne? Ja, ist okay. Ey, kann ich die Palette jetzt? Doch, da muss ich. Okay. Regeneration. Hauptverbrauch. Tintentank, ah ja. Flexregeneration. Klebetinte. Oh Gott, Stoßwirkung. Voll gut. Streueffektreduktion. Und die Lenkwirkung auch. Nice. Also sehr schön. Machen wir easy. Wir machen erst den hier. Oh mein Gott, geht das schnell! Gebe zu, den hatte ich nicht gesehen. Er hätte mich fast gekillt. Gewonnen. Ist das doof. Schön, so muss das. So nach und nach geht's aufwärts. Das war die 14. Wenn wir die 15 schaffen, kriegen wir auf jeden Fall wieder Perlen. Gefahr, Bewegungsregeneration. Füllt den Tintentank beim Bewegen. Das ist auch nicht schlecht, ne? Wir machen aber den. Dass die Gefahr gleich wieder weg ist. Hälfte ist auf jeden Fall schon geschafft. Ey, man nimmt, was man kriegt, oder? Oh nein, alles in Gegner-Tinte. Oh, das ist schlecht. Ich hatte ein einziges Mal diesen Level. Dein einziges Mal diesen Level, wisst du noch, das war scheiße. Stell ich mir Hölle vor. War schon die Hölle bei dem Level, wo eh zur Hälfte alles weg war. Wie ist denn das? Spawnen die Gegner hier? Ah, sie spawnen schon. Scheiße. Dang it, du bist weg. Genau, fall schön runter. Wir werden mal ganz langsam machen wir erstmal und färben so viel wie geht, weil es wird nichts zurückgefärbt. Ihr sterbt eh an meiner Tinte. Das ist ja die ganze Idee dahinter. Gegner. Okay, wir fangen jetzt an, das Ding zu schubsen. Nein. Da muss ich auch denken, wie dumm ich eigentlich bin. Ich hab diese 5 Millionen Drohnenbatterien, das geht einfach nichts. Ich kann einfach nichts machen.
Alles gut, du machst das, Checkpoint. Ich glaube nicht. Lass das mal kurz weg, ne? Gewonnen. Passt. Ja gut, für Gefahr haben wir das gut gemeistert, würde ich mal sagen. Hat natürlich länger gedauert, weil man ein bisschen gucken musste. Es hat viel geholfen, den Gegner-Tint alles einzufärben. Dadurch hatten die Gegner schon ziemlich viel Schaden, bis sie zu mir gekommen sind. So. Ich würde echt so gerne wissen, was Ordnung, ich meine Ordnuckel, seit unserem großen Sieb so alles getrieben hat. Das habe ich mich auch schon gefragt. So viel ich weiß, hat Ordnuckel das Memoversum bisher nicht verlassen. Den Turm anscheinend auch nicht, also wird es sich mit aller Wahrscheinlichkeit nach noch hier aufhalten. Es hat fast all seine Macht verloren, also sollte die echte Welt vor seinen glitschigen Tentakeln sichern sein. Fürs Erste ist also Durchatmen angesagt, wobei... Oh Mann, hoffentlich hackt Ordnuckel nicht insgeheim schon wieder was Neues aus. Ich habe echt null Bock auf eine Revanche. Nehmt ihn halt einfach mit. Genau, der ist bestimmt voll einsam, aber ihr seid wieder solche Arschlöcher, ne? Tja, ich hätte ihn mitgenommen, aber ich kann nicht reden und bin allgemein einfach nur ein kleiner Agent, der gegen die großen Agenten nichts sagen dürfte. Keine Sorge, wir werden unsere Augen offen halten. Wenn wir über Ordnuckel stolpern, sind wir vorbereitet. Genau, und ihr zwei konzentriert euch weiterhin darauf, unbeschadet durch sämtliche Etagen zu kommen. Wird gemacht, hast du gehört, Nummer 8? Na dann los! Na, von mir aus. 16. Glückskombo Toleranz. Oh, ein unbekanntes Level mit einem unbekannten Dingsens hier. Mehr Glückskombos, mehr von dem. Einfach rein, was geht. Ich müsste langsam mal Perla-Fähigkeit freischalten, dass Perle überhaupt irgendwas tun darf. Ich ignoriere sie vollkommen. Beschütze die zu... Oh nein. Oh nein. Oh Gott. Oh, weia. Gut. Da. Fuck. Das ist unlucky. Ich wusste nicht, wo er hingeht. Geh weg! Nein, ihr geht auch weg. Das ist, wenn du einmal... Weg! Nein, ist nicht angehalten. Jetzt gleich wieder rüber. Nächste fliegt nicht schon wieder. Ja, genau. Nervt mich nicht. Ich bin genau, wo der nächste wieder hinkommt. Passt. Passt. Das Level habe ich bei Domtendo auch gesehen. Der hat da ganz schön mitgekämpft. Ist auch gemein teilweise. Aber hat gut funktioniert und unsere Glückskombo Toleranz ist größer. Explosionsradius, okay. Wie war denn das? Das hier war doch. Das trifft meine Dulis. Ich will meine Dulis verstärken. Das soll richtig, die Gegner sollen richtig wegfliegen. Eine Rolle und ich habe erstmal wieder eine Sekunde Ruhe. Das wäre nice. Oh nein, es ist das. Wie war das? Die Viecher ignorieren. Kommen wir eh nicht hin. Ärgerlich.
Es war beeindruckend, dass ich gestorben bin, aber das hat gut funktioniert. Ja, man muss echt wissen, sobald man halt, ne, man muss wirklich die Dinger einfach, wenn man eins treffen kann, weg damit, aber wenn nicht, dann lieber nicht. Rüstungshäufigkeit. Spezialleiterzeit plus. Machen wir einen Automat mehr, 4800 mittlerweile. Ebene 18 damit geschafft. Den zweiten Boss kriegen wir auch noch hin. So. Ja, hat sich ja schon gelohnt, oder? Hat sich ja schon gelohnt. Weitere Perlen hier. Schon 97 Perlen nehmen wir hier raus. Also ein oder zwei Upgrades können wir auf jeden Fall wieder kaufen. Das ist ja schön. Bei 800 können wir mal zurücksetzen. Machen wir das auch mal. Ha! Sau, da ist 50 Perlen auf dem Nacken, Alter. So muss das. Her damit. Das machen wir nicht. Ich weiß nicht. Ich glaube, die Dooley Rolls zählen nicht als Explosion. Ich könnte Reese leider nehmen, der würde, aber das lohnt sich nicht. Nee, das machen wir nicht. Okay, zwei Extreme, die wir beide nicht gesehen haben. Oh, das ist cool. Stunt Attacker lässt hinten für Schrott und Wandsprung Schaden verursachen. Machen wir mal das. Machen wir mal das und gucken wir mal, ob das so funktioniert, wie ich mir das vorstelle. Oh, das ist eine neue Arena. Die habe ich noch nicht gesehen. Also wir fahren hier los, fahren da hinten an dem Ding vorbei und fahren dann da hinten durch. Okay, einmal komplett über die Stage. Ah, oh, wieder ein Sniper-Tango. Glückskombos regeln. Für einen Reslider. Aber ich will ihn nicht haben. Weiß schon, für wen ich den Reslider nutze. Ah, ah, ah! Man sieht ihn nicht. Das ist echt voll das Problem. Fucking Ernst. Nein, das passt mir nicht. Scheiße, er hat mich aus meinem Wirkungsradius rausgeschmissen. Ah, das ist ärgerlich. Shit! Oh mein Gott, nice, wo ist der Checkpoint? Wir haben so ein Plattenteil eingesammelt. Was für uns bedeutet, eine Zeit lang können keine Gegner spawnen. Das ist immer sehr schön. Slider ready. Du bist der Nächste.
gewonnen sein. Was? Gut gespielt, so muss das. Ja, so langsam merkt man die Drops irgendwie. So Reefslider einfach immer bereit, sobald du mal ein paar Gegner gekillt hast. Das ist cool. Das gefällt mir. Jetzt mache ich auf jeden Fall sehr viele Attacken. Du machst das echt Spitze Nummer 8, aber nimm dich vor den nächsten Boss in 8. Jo Maria, hast du nicht zufällig irgendwo eine Superwaffe gebunkert, mit der wir den Boss mit einem einzigen Schuss wegbrezeln können? Wenn du schon so lieb fragst, wahrscheinlich ist es wieder der mit mehreren Octolingen. Da ist ein Schuss nicht genug. Hast du Lust, die Prototypen der Glitzerstern-Blitzbomben auszuprobieren, die ich während der Entwicklung des Memoversums gebaut habe? Klingt abgefahren! Mit den Dingern pusten wir den Boss in einem hohen Bogen aus der Arena! Aber Vorsicht, die sind noch nicht feingetuned. Meinen Berechnungen zufolge liegt die Wahrscheinlichkeit bei 88,8%, dass der ganze Turm dabei explodiert. Ja, ich bin irgendwie dagegen. Keine Ahnung, so. Ich stehe eher auf das Alte oder so. Okay. Gut, machen wir den Boss noch. Und dann haben wir auch schon 2/3 des Turms mit den Dulis gepackt. Das ist doch schon mal nicht verkehrt. So, die Harmonie-Etage. Oh, das sind die Viecher wieder. Oh mein Gott. Die muss man auch jedes Mal besiegen. Das ist so nervig. Ja, ja. Oh nein. Nimm ich mit. Oh, mach ich so viel Damage mit dem Ding? Kann ich die One-Shotten? Haben die auch Dulis? Das ist so bitter. Das ist so fucking bitter. Muss wahrscheinlich aufpassen. Gut, passt. Die sind irgendwie nervig. Weil sie halt doch relativ viel Schaden machen. Aber okay, wir haben 2 Schlüssel auf jeden Fall schon mal freigeschaltet. Jetzt fehlt nur noch der finale Bossfight. Und ein paar schwierige Dinger bis dahin, aber, you know, easy. Das war ganz schön beeindruckend, Nummer 8. Wo hast du gelernt, so zu kämpfen? Aha, du meinst doch nicht, du seist ins Memoversum zurückgekehrt, um etwas zu prüfen? Handelt es sich bei diesem etwas vielleicht um das Geheimnis, wieso Nummer 8 so viel auf dem Kasten hat? Bist du dumm oder so? Nein, mir geht's nicht darum, irgendwelche neuen Kampftechniken oder so mehr abzugucken. Ganz bestimmt nicht. Ich kann mich noch gut daran erinnern, wie oft du damals in der Schule unser Kampftraining geschwänzt hast. Also, was wolltest du denn herausfinden? Ich will da jetzt kein riesen Ding draus machen, aber warst du schon mal in der Tiefseebahn, Perla? Okay, jetzt warte mal kurz. Nein, ich war persönlich noch nie da. Ich war aber ganz in der Nähe. Das muss so 5 Jahre her gewesen sein. Ach ja, richtig. Damals, als wir Nummer 8 dort rausgeholt haben. Ich bekomme heute noch Gänsehaut, wenn ich dran denke, wie laut du an jedem Tag geschrien hast. Es war so laut. Meine Ohren haben geblutet. Ah, sieh an. Dann war das also tatsächlich Perlas Stimme. Das war es also, was du herausfinden wolltest? Ja. Yep. Und jetzt habe ich Bestätigung. Also, ja, voll cool, Perla. Vielen Dank. Hä, wofür denn? Ja klar, gerne geschehen. Süß.
extra Ausweich. Oh, das ist auch eine neue, oder? Nice. Naja, machen wir das als nächstes. Aber das machen wir im nächsten Part. Falls euch der hier gefallen hat, würde ich mich über ein Like und einen Kommentar freuen. Ebenso über ein Abo, falls ihr mich weiterverfolgen wollt. Bis demnächst. Tschüss.